Willkommen zum heutigen Testspiel. Am Mikrofon Manni Volkmann und Frank Buschmann. Und heute heißt es also AZ Alkmaar gegen den VfL Wolfsburg. Also ich habe schon mal mitten zwischen Fans gesessen, die mir Prügel angedroht haben. Das ist ja hier komplett anders. Ja, das ist ein Logenplatz hier, aber das macht richtig Spaß. Das macht Appetit auf das Spiel. Jetzt genug geredet, genug spekuliert. Nun wird hier Fußball gespielt. Und der Angriff wurde gestoppt. Und was entscheidet der Schiedsrichter? Jetzt wissen die Spieler, wie es läuft. Sofort zeigt er gelb hier. Und das Ganze läuft an der kurzen Leine ab. Perisic. Abseitsentscheidung korrekt. Perisic. Ja, und bei diesem Ballverlust, da sieht er ganz schön alt aus. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. Der Körper und dann der Ball ins Aus. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Den hat er soeben klären können. Jetzt zieht er ab. Da war ordentlich was dahinter, hinter diesem Schuss. Aber der Torhüter, er ist da. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Hoffentlich ärgert er sich nicht darüber, dass er an dieser Stelle den Ball verloren hat. Balleroberung im Mittelfeld. Schöne Flanke. Eine etwas schlampige Flanke. Sowas wird mit Leichtigkeit abgefangen. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Und die Situation ist bereinigt. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Der Trainer signalisiert, ich will auswechseln. Es steht auch schon einer parat. Er attackiert ihn, er will den Ball. Ein herrlicher Pass. Der könnte passen. Da
Das war schon mutig, sich in diesen Ball reinzuwerfen. Luis Gustavo, Diego, da steht die Verteidigung, er bringt den Schuss und kommt was auf uns zu. Herrliche Flanke. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird es geben. Perisic! Ein Tor! Ein Tor! Ein Tor! Da schauen wir noch mal genau hin und schnalzen mit der Zunge. Super Kopfball. Wir sehen hier noch mal ganz deutlich, Manni, für den Keeper ist da gar nichts zu machen. Eine ausgezeichnete Ecke. Also, den haben sie super gemacht. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Diego. Immer wieder liefert er herausragende Arbeit ab als Vorbereiter. Hasebin. Luis Gustavo. Die Situation wurde geklärt. Der könnte passen. Und er ist drin. Und schon wieder in einen Griff. Der nächste Treffer. Und hier nochmal die Situation aus dem Lehrbuch. Genau da musste der Ball hin. Unhaltbar. Super. Auf der Außenbahn holt er sich den Ball zurück. Jawohl, abgefangen. Ja, wo sollte er sonst noch hin mit dem Ball? Da stand er unter Druck. Ball jetzt im Aus. Eine super Technik, wie er da den Ball in der Luft verarbeitet. Schuss und! Können Sie die Flanke verwerten? Die Situation ist bereinigt. Flanke fliegt in den 16er. Klasse Parade vom Torwart, der lässt nichts anbrennen. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Luis Gustavo. Luis Gustavo. Ja, das war abseits.
Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen für jeden Gegenspieler. Hasebe. Sauber geklärt. Da bin ich mir sicher, gibt es ordentlich was auf die Ohren vom Coach. Keine gute Flanke. Jetzt schießt er und der hüpfte, als wenn ein Frosch drin säße. Also der war nicht leicht zu behandeln, der Ball. Ja, der ist ihm da auf jeden Fall irgendwie vom Fuß gesprungen und von daher eine nicht ganz so glückliche Aktion. Die verstehen sich blind. Suboptimal gelöst das Ganze. Toll, wie er das macht. Und logisch, das muss Eckball geben. Die Fans ärgern sich. Der Gegner kriegt nach der Ecke sofort wieder den Ball. Tja, das gibt Reaktionen auf den Tribünen. Hasebe. Hasebe. Flanke fliegt in den 16er. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Das war ein leicht. Jetzt schießt er und er verfehlt das Ziel. Diego. Flanke. Da kommt keiner mehr ran. Den hat er fest, den hat er sicher. Er hält den Ball fest, der Keeper. Christian Tresch am Ball. Schäfer. Luis Gustavo. Diego. Naja, da sagt der Abwehrspieler vielen Dank bei einem solchen Flankenball. Geht er rein? Und was für ein Tor! Da kommt der Torwart zu spät runter bei diesem Flachschuss. Ja, wenn man da noch mal hinschaut, den hätte kein Torhüter der Welt gehalten. Absolut unerreichbar für den Keeper in die Ecke. Diego. Luis Gustavo. Luis Gustavo. Luis Gustavo. Perisic. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Es entwickelt sich eine Möglichkeit. Er steht genau richtig, genau da, wo der Flankenball hinkommt. Es ist knapp, es ist Spannung drin und es sind schon drei Tore gefallen. Zur Pause 2:1.
Schiedsrichter guckt sich noch mal um. Es sind alle da. Der Ball liegt am Anstoßpunkt. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Nicht nur abgewehrt, sondern gleich auch noch den Ball souverän festgehalten. Ja, er hat auf Freistoß entschieden. Klares Foul, er grätscht ihn so richtig ab, ruppig, blutig. Keine andere Option für den Referee. Hasebe. Grenzwertiger Zweikampf, eine Blutgrätsche. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Klasse gehalten vom Keeper. Und das war nicht einfach. Diego. Ein Antreiber, ein Regisseur, ein genialer Mittelpunkt. Und damit so wichtig für die Mannschaft. Es sind nicht immer nur die Jungs vorne drin, die die Buden machen, sondern er lenkt das Spiel. Perisic. Super Flanke. Hasebe. Ja, ja, so geht's auch. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Schäfer. Christian Träsch am Ball. Schöne Flanke. Tja, da haben die Fans offensichtlich ihren Spaß am Missgeschick dieses Spielers. Das war aber auch eine unglückliche Aktion. Da muss ihm der Ball versprungen sein. Hasebe. Jetzt aber! Er hat den Ball sofort verarbeitet. Oh, da ist noch alles drin. Jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Den hat er gut aus der Gefahrenzone weggefaustet. Schäfer. Hasebe. Beide Rangelei um den Ball. Die Flanke kommt gut. Diese Flanke bringt keine Gefahr. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Ein neuer Mann soll mithelfen, die Niederlage vielleicht doch noch zu verhindern. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Das ist noch eine Solidarität. Sofort abgezogen und da könnte was draus werden. Warum springt er? Der könnte passen. Und wenn er jetzt getroffen hätte, dann lägen sie nicht mehr hinten.
wo sollte er sonst noch hin mit dem Ball? Da stand er unter Druck. Ball jetzt im Aus. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Christian Trächt am Ball. Luis Gustavo. Diego. Hasebe. Und hier kommt die Ballbesitzstatistik. Und die besagt, kein Team hat wirklich einen Vorteil. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Achtung, jetzt! Gehalten zunächst. Da war er wieder, der berühmte schwache Fuß. Ja, und das Resultat spricht in diesem Fall Bände, Manni. Das sollte besser funktionieren. Ja, da kommt was auf uns zu. Hasebe. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Sehr gute Flanke. Das ist ein klasse Torwart. Ja, und nix war es mit dem Doppelpack. Für eine Grätsche. Achtung, schöner Pass. Das könnte Gefahr bringen. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat. Und so ganz einfach war das eben nicht. Hasebe. Der macht heute aber wirklich ein richtig perfektes Spiel, Busch. Das ist für ihn hundertprozentig das Spiel des Jahres. Jetzt kann der Torwart sich gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen, denn der Ball war im Tor aus. Jetzt nimmt er die taktische Veränderung vor. Jetzt wechselt er einen frischen Spieler. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Der Spieler hat bereits gelb gesehen und deswegen wird er jetzt vorsichtshalber ausgewechselt. Und das ist auch richtig so. Wenige Minuten noch zu absolvieren und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Jetzt könnte es gefährlich werden. Christian Trächt am Ball. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Ich glaube, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, dass er den Ball da ins Ausgespielt hat. Helmes. Diego. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn?
Helmes. Perisic. So, es ist jetzt nicht mehr lange zu spielen und vielleicht bringt jetzt dieser Eckball die Vorentscheidung. Perisic! Sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Christian Tresch am Ball. Können Sie die Flanke verwerten? Sauber weggefaustet. Er bekommt Unterstützung von den Kollegen. Da liegt er frei rum, der Ball. Holt ihn euch. Helmes. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Und es gibt sie doch noch, die letzte Chance, um zum Ausgleich zu kommen. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Knapp gewonnen sind auch 3 Punkte. Schlussresultat 2:1. Mit diesem ganzen ergebnisorientierten Fußball. Wir wollen genau das sehen. Der Taktikfliegen wird sagen, was war da denn los? Der Fan wird sagen, zauberhaft. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Nach dieser wunderbaren Fußballpartie, die wir gemeinsam gesehen haben. Mein Name ist Manni Breukmann. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.